Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe des DLK Talk. Heute ist bei mir Holger Lösch, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Hallo Herr Lösch, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo Herr Eggers. Wir wollen uns heute ein bisschen über das Motto des Kongresses unterhalten, das da dieses Jahr heißt, nachhaltig gestalten, winning the next decade. In diesem Sinne, Herr Lösch, wenn man einen Blick auf die politische Situation wirft, also die Klimaerwärmung, die Pandemie, die ganzen politischen Unruhen, glauben Sie, dass man das nächste Jahrzehnt überhaupt noch gewinnen kann? Ja, wenn ich das nicht glauben würde, würde ich hier sitzen. Ich glaube, die Menschheit hat schon mal dunklere Stunden auch überstanden in ihrer Geschichte. Und ich sehe eigentlich bei beiden Themen tatsächlich auch Chancen, die Herausforderungen zu meistern. Die Menschheit ist ja immer besonders stark dann, wenn sie herausgefordert wird, dann bündelt sie Kräfte, dann wird sie kreativ und innovativ und kann aus dem Sumpf rausziehen. Ich glaube, dass wir sowohl beim Klimaschutz als auch bei der Pandemie da wahrscheinlich sogar noch schneller Mittel und Wege sehen werden, wie wir diese Situation überstehen können. Beim Klimaschutz ist es klar, es ist eine unglaublich umfassende Herausforderung. Es ist etwas, von dem wir alle wissen, dass seine Folgen uns nicht gefallen werden. Und deswegen fordert es uns insbesondere als Industrie und Logistik natürlich heraus, beim Thema Innovation Wege finden, wie wir dieses Thema Klimawandel einfach bestehen können. Auf der anderen Seite, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, Nachhaltigkeit hat immer drei Säulen, ökonomisch, ökologisch, sozial. Und das ist, glaube ich, die ganz, ganz schwierige Komponente. Kriegen wir diese drei Säulen so übereinander, dass am Ende nicht eine dieser Säulen leidet? Weil ich glaube, erfolgreicher Klimaschutz ohne ökonomischen Erfolg und ohne soziale Gerechtigkeit oder sozialen Frieden ist genauso schlecht wie rein ökonomischer Erfolg ohne ökologischen Erfolg. Also deswegen sind wir da immer, sowohl politisch als auch als Wirtschaft, immer in der Herausforderung zu gucken, dass alles, was wir tun, zueinander passt und dass es in der Lage ist, uns allen drei Zielen der Nachhaltigkeit auch voranzubringen. Sie haben die Pandemie angesprochen. Die Pandemie ist etwas, lassen wir jetzt mal alle Verschwörungstheorien beiseite, dafür kann keiner was. Das ist gekommen, das ist ein externer Schock und den gilt es jetzt mit allen Mitteln zu überwinden. Man kann ihn überwinden mit sozialem Verhalten, das ist das, was wir alle momentan seit Monaten gelernt haben. Weniger Abstand, wir geben uns nicht mehr die Hand, wir nutzen Masken, wir sind vorsichtig, was große Menschenansammlungen betrifft. Das zweite ist Medikamente finden, auch hier brauchen wir Technologie, brauchen wir Innovation, das ist etwas, was die Pharmaindustrie insbesondere betrifft, da sind gerade 170 Teams dran, Medikamente und eben auch einen Impfstoff zu finden. Das ist die dritte Säule. Der Impfstoff ist, glaube ich, das Entscheidende, weil das Bewusstsein, dass es einen Impfstoff gibt oder geben wird, wird die Situation mal ganz anders dastehen lassen. Also alles Dinge, die sehr, sehr herausfordernd sind. Aber sie zeigen uns natürlich auch, wie anfällig unser System ist. Und ich glaube, das ist die große Lehre, sowohl aus dem Thema Klimaschutz als auch aus dem Thema Pandemie. Wir müssen uns auch viel mehr als früher die Frage stellen, ist das System, in dem wir leben, in dem wir wirtschaften, in dem wir reisen, in dem wir feiern, in dem wir miteinander umgehen, ist das für die Herausforderungen, die uns gegenüberstehen, wirklich geeinigt und geeignet? Und da glaube ich, wenn wir die meisten Lehren rausziehen können, aber auch müssen. Und manche werden echt schmerzhaft sein, andere wiederum werden uns einen Weg in die Zukunft weisen. Also kurz gefasst, ich habe überhaupt keine Angst. Ich meine, wenn wir jetzt sagen, können wir die nächste Dekade gewinnen, würde ich fragen, was haben wir zu verlieren? Wenn wir jetzt sagen, wir können sie nicht gewinnen, das ist ja Kapitulation. Ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig in der Natur des Menschen. Kommen wir mal direkt ein bisschen zur Logistik. Wie wird die sich denn angesichts dieser vielen Einschnitte in der Zukunft gestalten? Gibt es da tatsächlich viele Möglichkeiten, dass die nachhaltiger wird? Unendlich viele. Es ist ja nicht so, dass wir eine Logistik betreiben wie um die Jahrhundertwende. Die Logistik weltweit hat sich ja aufgrund des enormen Bedarfs
aber auch aufgrund der wachsenden technischen Möglichkeiten radikal verändert. Sie ist an sehr vielen Stellen sehr viel effizienter geworden. Sonst könnten wir die Warenströme, die für 7,5 Milliarden notwendig sind, nicht ansatzweise befördern, und zwar nicht in der Zeit, die heute erforderlich ist. Also, da ist schon sehr, sehr viel passiert, aber natürlich stellt uns jetzt, was Klimaschutz, aber auch die Pandemie betrifft, stellt uns ein paar neue knifflige Fragen. Ich glaube, die größeren Fragen ergeben sich zunächst mal aus dem Klimaschutz. Und da haben wir ein paar Optionen, die wichtig sind. Zunächst mal muss alles, womit wir Güter transportieren, perspektivisch, wenn wir die Klimaziele ernst nehmen, ohne Emissionen von CO2 auskommen. Das kann man auf verschiedene Arten machen. Man kann den Antrieb wechseln, das ist sicher der größte Block. Man kann natürlich auch die Brennstoffe CO2-neutral machen, weil ehrlich gesagt hat ein Verbrennungsmotor kein Klimaproblem. Es sei denn, Sie schütten fossiles Benzin rein und verbrennen, dann beginnt das Klimaproblem. Aber man kann ja auch andere Stoffe nehmen, synthetische Kraftstoffe, Biofuels oder eben perspektivisch auch Wasserstoff. Das Zweite ist sicher, wir müssen immer weiter an der Effizienz arbeiten. Und Effizienz öffnet die Tür zu ganz, ganz vielen Technologien. Auf der einen Seite die Effizienz der Antriebe, das ist klar, immer mehr Förderleistung mit immer weniger Verbrauch von Energie. Aber das Zweite ist das ganz große Feld, wie machen wir die Technologie, die Logistik effizient im Sinne von, dass wir keinen Meter zu viel uns bewegen, dass wir keine unnützen Wege gehen. Und da kommt natürlich das ganz große Feld der Digitalisierung rein, unermesslichen Möglichkeiten, Logistik so zu gestalten, dass sie ein Optimum erreicht im Sinne von ein Minimum an Bewegungen, die wiederum unerwünschte Nebenfolgen haben. Also das, glaube ich, die ganz großen Sachen. Ich würde aber gerne auch nochmal auf eine soziale Optimierung eingehen. Corona hat uns sehr viele Fragen gestellt, ob die Art und Weise, wie wir Güter von A nach B, nach C, nach D und vielleicht rück nach A transportieren, ob die A effizient und ob die resilient sind. Resilienz ist die große Frage der Stunde. Hier wird man sich sehr viel Gedanken machen müssen, wie wir das künftig mit Just-in-Time-Lieferungen, mit unserer Art der Vorratshaltung, also wir haben die Vorratshaltung minimiert und dafür natürlich die Logistikbewegungen maximiert, ob wir hier nicht sehr viel mehr Effizienz und Resilienz auch reinkriegen müssen. Das kann man mit Sicherheit durch eine globale Organisation für Logistikströmen machen, aber natürlich auch durch verbesserte Planung, durch Industrie 4.0-Ansätze, die wir ja in großen Mengen momentan auch am Start haben. Also das, glaube ich, sind die Punkte, die uns an der Stelle helfen werden. Und dann, glaube ich, ist es immer so, eine Logistik oder eine Wirtschaft generell, die nicht ökologisch und nicht sozial ist, die wird am Ende des Tages scheitern. Weil die Menschen haben zwar ein Bedürfnis nach Waren, nach Konsum, nach Komfort und all diesen Dingen, aber am Ende des Tages formulieren sie doch auch bei jeder Wahl einen sehr klaren Willen, dass die Dinge ökologisch und sozial gut sein sollen. Und ich glaube, diese Entwicklung wird sich weiter beschleunigen. Und deswegen sind auch die Fragen, wie geht Beschäftigung in einer modernen, nachhaltigen Logistik, das wird auch nochmal eine ganz große Frage sein für die Akzeptanz. Und all diesen Herausforderungen stellt die Logistik natürlich gemeinsam, auch wenn ich jetzt mal als Industrie für die verladende Industrie sprechen darf, seit vielen Jahren. Aber wir alle wissen, da sind noch enorme Potenziale zu heben.